Herzlich willkommen zur Playlist Vulkanismus für Anfänger. Ich bin Dr. Bene und ich habe an der Uni Göttingen Geowissenschaften studiert. Ich habe zwar mit Vertiefung Umwelt weiter studiert, aber ich hatte auch einen exzellenten Dozenten in Vulkanismus, den Professor Gerhard Wörner, der beinahe bei dem Ausbruch vom Mount St. Helens 1980 ums Leben gekommen wäre. Los geht's! Wir sind seit 14 Jahren mit meiner Familie zum ersten Mal wieder in einen Flugurlaub geflogen und ihr seht, ich bin hier auf Sizilien und da hinten im Hintergrund, das ist der Vulkan Ätna und das ist einer der Top 10 daueraktivsten Vulkane der letzten 100 Jahre. Und ich möchte in diesem ersten Teil erklären, was es für zwei unterschiedliche Typen von Vulkane gibt. Und ich möchte da gar nicht so sehr auf irgendwelche Formen abheben, Schildvulkan, Stratoschicht, Caldera, sondern ich möchte die Vulkane einteilen in äußerst gefährlich und in relativ ungefährlich, weil das kann man geologisch begründen und das ist für mich der wichtige Punkt, wenn ich mit meiner Familie hier an die Flanke von einem Vulkan reise, der ist ungefähr 10 Kilometer nur entfernt, der Gipfelkrater, da möchte ich wissen, ist es gefährlich oder nicht. Wie entsteht überhaupt so eine vulkanische Aktivität, dass da Rauch, Gas, Schlacke, Lapilli, Asche, Lava, Bomben oder Lavaströme ausgeworfen werden? Das ist bei beiden Vulkantypen, gefährliche Vulkane, ungefährliche Vulkane, der gleiche Mechanismus, dass nämlich im Untergrund so viel Hitze entstanden ist, dass ich in einer Magmakammer, und ich möchte diese kindliche Vorstellung von einer leeren, runden, hohlen Magmakammerhöhle, die sich irgendwie mit Magma füllt, so ein bisschen auflösen. Die Magmakammer ist eher zu verstehen wie so ein Schwammgeflecht. Es mag auch mal eine größere Kammer geben, aber eher so ein Geflecht von aufgeschmolzenem Gestein, was sich dann auf Spalten einen Weg sucht nach oben. Und die Kammer im Untergrund, wenn die hier beim Ätna ist, die ungefähr in 2 Kilometer Tiefe, da haben wir natürlich eine enorme Auflast von Gestein auf dieser Magmakammer. Die ist nicht einfach hohl und wartet darauf, gefüllt zu werden, sondern die bricht dann in sich ein oder wird von oben der Förderschlot, dann rutscht es wieder ein Stück nach unten nach einer Eruption. Deshalb haben wir ja oben am Gipfelkrater nicht so eine Struktur, sondern da haben wir ja dann so einen Krater, dass das Material wieder ein Stück weit in sich zusammensackt. Also dieses heiße Gestein findet dann auf einmal durch vielleicht eine Plattenbewegung oder eine Scherzone, ein kleines Erdbeben, findet kleine Spalten, vielleicht zu einer Flanke oder vielleicht zum Hauptkrater, eine Wegbarkeit, wo es nach oben gedrückt werden kann. Und der große Mechanismus, der das antreibt, ist, dass auch im geschmolzenen Gestein, das nennen wir, wenn es im Vulkan in der Erde drin ist, nennen wir es Magma, geschmolzenes Gestein. Und sobald es rauskommt, nennen wir es dann Lava. Und da ist auch Gas gelöst. Und das ist wie in einer Sektflasche oder in einer Wasserflasche im Kühlschrank, ist das Gas unter Druck und dann ist es in dem Fluid gelöst. Es wollen sich kleine Blasen bilden, aber unter dem starken Druck schaffen die es nicht. Aber sobald es eine kleine Wegbarkeit gibt, nach oben oder zur Seite, schafft es dieses Gas, sich als Gasblasen zusammenzufinden und das erzeugt dann nochmal mehr Auftrieb und dann bilden sich noch mehr Blasen, die Gangbarkeit, die Wegbarkeit wird etwas aufgeweitet, dann bilden sich noch mehr Blasen, dann ist es wie wenn man eine Sektflasche köpft oder vielleicht das Kind hat früher die Colaflasche geschüttelt und fragt, kannst du mal aufmachen, Papa? Und dann dreht man auf und dann schießt alles raus. Genau das ist der Mechanismus auch beim Vulkanismus, wie dann das Material, nicht nur das Gas, sondern die vielen Gasblasen, die machen dann den Weg frei für das Magma und reißen natürlich auch Magma- und Lavafetzen mit hoch in die Luft und zur Seite und führen dann dazu, dass dann der Vulkan ausbricht. Es gibt verschiedene Typen von Magma. Und hier kommen wir jetzt schon auf gefährlich oder ungefährlich. Ich fange an mit dem Ätna, der gehört natürlich, sonst wäre ich hier mit meiner Familie nicht hier, zu dem ungefährlichen Typus. Das ist eine kieselsäurearme Magma und da entsteht dann Basalt als Gestein, wenn es rausgekommen ist als Vulkanismus.
Da kann ich gleich kurz erklären. Wir haben in der Geologie drei große Gruppen von Gesteinen, die wir unterteilen können. Das sind einmal die magmatischen Gesteine, die unten im Boden stecken bleiben. Die Magma, die können dann große Kristalle bilden, weil die lange Zeit haben, um sich abzukühlen. Das ist dann zum Beispiel Granit, der ist im Boden stecken geblieben, die Magma. Und dann ist eben ein Granit entstanden. Wenn dieser Granit es schaffen würde, diese granitische Magma, gleiche Zusammensetzung, schaffen würde, auszubrechen in einem Vulkan und als Vulkangestein, dann würden wir es als Rhyolith bezeichnen. Hier haben wir einen Basalt als Vulkangestein, gleiche Zusammensetzung als magmatisches Gestein wäre dann die Entsprechung Gabbro, gleiche Mineralzusetzung. Und dann haben wir noch die nächste große Gruppe, das sind die Sedimentgesteine, die sich natürlich als Riff ablagern oder als Sandbänke ablagern. Dieses, was wir kennen, natürlich so Kalk oder Mergel, sowas. Ton, natürlich auch ein Sedimentgestein. Und eigentlich müssten wir jetzt noch die nächste Gruppe, die haben wir nämlich auch noch, die metamorphen Gesteine. Wenn eins von diesen Gesteinsgruppen durch Druck und Temperatur überprägt wird, dann bekommen wir ein Gneis, ein metamorphes Gestein. Das hat dann eigentlich immer irgendwelche Schlieren. Da sieht man dann auch, wie der Druck und die Temperatur gewirkt haben. Da haben wir ein Gneis, der so ein bisschen schlierig aussieht. Das kann vorher ein Granit gewesen sein, kann aber auch eben ein Kalk, ein Sedimentgestein gewesen sein. So, also zurück hier zu dem Lavatyp. Wir haben Basaltlava. Das ist kieselsäurearm. Und weil wenig Kieselsäure drin ist, Basalt kann ich euch auch noch zeigen. Wir sind jetzt hier am Gola Ancantara und hier sehen wir diese typischen Basaltsäulen, die dann so hexagonal abkühlen, wenn die basaltische Lava etwas Zeit hat, etwas mehr Zeit hat als Lava sich abzukühlen, dann stehen diese Basaltsäulen, die wir im Hintergrund sehen. Die Richtung ist immer senkrecht zur Abkühlungsebene und hier hat sich der Fluss, dieser Alcantara, der hat sich dann hier rein erodiert und hier so eine wunderschöne Schlucht für uns erzeugt und für die Touristen, die jetzt hier massenhaft durchgehen. Der Fluss ist sehr kalt, es hat eben gewittert und schüttet wie aus Eimern. Wahrscheinlich ist das Wasser sonst deutlich klarer. Ja, und das ist hier schon echt beeindruckend. Also das ist typisch Basalt. Das seht ihr ja manchmal auch in Deutschland als Kopfsteinpflaster. Wir haben natürlich auch in Deutschland ein paar basaltische Vorkommen, die eben älter sind als der Ätna. Ja, wollen wir auch ein Stück gehen? Also Basalt ist kieselsäurearm und die basaltische Lava, die ist relativ dünnflüssig. Die ist viskos, die kann ausfließen. Die basaltische Lava kann, wenn sie ausgestoßen wird, zum Beispiel bei so einem Flankenausbruch, zuerst Strickleiter-Lava bilden. Das ist so ein Strickleitermuster und der hawaiianische, der polynesische Begriff dafür ist Pahoehoe-Lava, weil wenn man darüber läuft, könnte quasi drüber laufen, aber sie ist natürlich noch unheimlich heiß. Aber sie hat keine scharfen Kanten. Wenn diese Lava weiter weg von dem Eruptionskrater ausfließt, der Lavastrom, wird es natürlich härter. Dann ist es nicht mehr so gut fließfähig. Dann bilden sich Brocken und scharfe Kanten. Und dann nennen wir das AA-Lava oder Brockenlava. Kann man sich gut merken, der Fachbegriff AA. Weil wenn man darüber laufen würde, da würde man sich die Beine und Füße aufschlitzen. Die Lava mit wenig Kieselsäure ist also recht dünnflüssig und das macht den Vulkan relativ ungefährlich, weil die ist so dünnflüssig, hier kann im Förderschlot, der Lavastand kann im Förderschlot weiter hochsteigen oder absinken und er bleibt quasi aktiv, der Vulkan. Ihr seht das im Hintergrund? Man sieht es, er dampft geradeaus. Das ist viel Wasserdampf, ist aber auch eine ganze Menge CO2 und wahrscheinlich sind auch Säuredämpfe wie Schwefel und vielleicht sogar Salzsäure auch, aber auch Flusssäure
noch gefährlicher. Die kann sogar Gesteine auflösen und Glas auflösen. Die muss man im Labor in Plastikflaschen aufbewahren. Eine handtellergroße Menge Flusssäure kann zum Tod führen. Habe ich viel mitgearbeitet mit diesen Säuren im Labor. Die entgasen hier also, der ist im Moment aktiv. Das ist geologisch eine Aktivität. Der Förderschlot ist hier relativ niedrig, also der Lavastand, die Lavasäule im Förderkrater ist relativ niedrig, deshalb entgast er im Moment nur. Wenn die Lavasäule, da ist es quasi noch Magma, weil es ist ja noch nicht draußen, die Magmasäule im Förderschlot vom Krater höher steigen würde, würde hier auch Asche und kleine Schlackenpartikel ausgeworfen werden. Die fliegen hier auch ein paar Kilometer weit. Und wenn der Magmastand, die Magmasäule im Krater dann noch weiter steigt, dann kann es sein, hier am Ätna, dass es entweder zur Seite in der Scherzone einen Bruch gibt und es dann wieder den nächsten Seitenkrater, Nebenkrater gibt. Der Ätna hat nämlich mehrere Hauptkrater und es an der Seite einfach schön gemächlich rausfließt. Oder es könnte sein, dass es eine Haupteruption gibt und es dann da oben richtig in der Fontäne rausschießt. Das kann hier auch passieren. Und was hier am Ätna relativ gefährlich ist, dass die Menschen auf Sizilien relativ weit bis an den Hang hinauf gesiedelt haben. Zum Beispiel Zafferana, aber selbst bis Catania, hier die große Stadt, wo auch der Flughafen ist, an der Ostflanke von Sizilien, da gab es vor ein paar hundert Jahren mal einen Lavastrom, der dann bis nach Catania, bis ins Meer geströmt ist. Und dieses Flankenausbrüche kommen schon alle paar Jahre mal vor. In 2022 hatten wir auch einen. Und der Lavastrom macht dann natürlich Straßen platt und Dörfer und Häuser verschlingt er. So, das kann man fast nicht aufhalten. Es wurde versucht, mal so einen Lavastrom wegzusprengen und umzuleiten. Mit einem Erdwall hat es ein bisschen geklappt, aber auch nicht so richtig gut. Den Lavastrom dann vom Dorf, wenn der Lavastrom runterkommt mit so einem schrägen Erdwall, dass man den Lavastrom so ein bisschen um das Dorf herumleiten kann. Das hat einmal relativ gut geklappt. Der Ätna gehört also eindeutig zu der ungefährlichen Vulkankategorie. Nichtsdestotrotz kann auch der Ätna mal potenziell lebensgefährlich sein. Wir schauen jetzt hier aus Richtung Osten auf den Ätna. Und man sieht hier, wo die Sonne jetzt reinscheint, recht gut, dass wir hier so einen Rücken haben. Und wir schauen genau hier in Blickrichtung in so ein U-Tal rein. Und das ist ungefähr vor 8000 Jahren passiert. Da ist das Ganze, was hier in dem Berg fehlt, ist abgerutscht ins Mittelmeer und hat im Mittelmeer einen Tsunami ausgelöst. Man ist sich noch nicht ganz sicher, warum. Es wird wohl irgendwie mit Erdbeben und Eruptionstätigkeit zusammenhängen. Aber das muss heftig gewesen sein, dass hier die ganze Ostflanke vom Ätna abgerutscht ist ins Meer rein. Man findet auch die Trümmerteile von dem Tsunami auf östlich von hier, von Sizilien, im ganzen Mittelmeer. Eventuell könnte das auch in Zusammenhang hängen mit der biblischen Erzählung von der Sintflut. Bin mir aber nicht so sicher. Es gibt noch andere Theorien, worauf die Sintflut eventuell zurückzuführen ist. Wiederfinden. Also wenn das passiert, das ist natürlich so ein BAM. Das wäre natürlich, da wäre, würden hier viele Städte, viele 10.000 Menschen wären dann auf den Schlag tot. Naja, und mit dem Tsunami dann wahrscheinlich nochmal mehr. Also Ätna, im Prinzip, es war immer noch völlig ungefährlich, aber potenziell auch noch lebensbedrohend. Das Material, was so ein Vulkan auswirft, nennen wir alles in Summe pyroklastisches Material. Also ihr müsst nicht unbedingt die ganzen Begriffe wie Lapilli und Asche und Schlacke und Bomben auseinanderhalten. Alles, was aus dem Vulkan oben irgendwie rauskommt, ist pyroklastisches Material. Und jetzt kommen wir zu dem Vulkantyp, zu dem gefährlichen Vulkantyp, der euch bestimmt auch interessiert. Das als Beispiel, als Paradebeispiel der Mount St. Helens in den USA, der 1980 müsste es gewesen sein. Ich gucke es nochmal kurz nach. Ich habe mir Notizen gemacht. Ja, 1980 ist der Mount St. Helens explodiert. Da haben wir nämlich, vielleicht ahnt ihr es schon, die Magma ist anders zusammengesetzt. Die Magma hat deutlich mehr Kieselsäuregehalt
Und dann haben wir keine basaltische Zusammensetzung mehr von dem Gestein, was sich bildet, sondern Andesit, Dacit oder sogar Rhyolit. Das sind die Vulkangesteine. Die Entsprechung vom magmatischen Gestein schreibe ich euch daneben, quasi vom Gabbro bis zum Granit. Und diese Gesteine, die sind noch zähflüssiger, die fließen nicht so gerne. Wenn die Temperatur noch deutlich höher ist, dann ist die basaltische Schmelze, die ist noch flüssig, viskos. Aber die rhyolitische Schmelze, die wird dann schon fest, die wird dann schon zu Gesteine und verfestigt sich und ist dann eben nicht mehr fließfähig, kann nicht mehr einfach rausfließen und entgasen, sondern die bildet dann schon einen Pfropfen. Und dann haben wir oben auf unserem Vulkan, haben wir nicht einfach so einen gemächlichen Aufstoß, dass da immer was raus kann und der Druck nicht ansteigt, sondern wir haben oben im Vulkan dann einen richtig festen, massiven Pfropfen sitzen und der Druck steigt weiter. Wir kriegen von unten vielleicht mehr Material, mehr Magma, wo Gas enthalten ist, nachgeliefert. Und der Druck steigt und steigt und steigt bis zu einem richtig explosiv hohen Niveau und dann irgendwann, man dachte nämlich beim Mount St. Helens, da wo mein Professor Werner fast ums Leben gekommen ist, man könnte es anhand von Erdbebenwellen und Seismographen beobachten und durch wissenschaftliche Messungen bestimmen, wie viel Zeit man hat. Man wusste, der bricht irgendwann aus, aber man war völlig überrascht, wie plötzlich und schnell es dann auf einmal ging. Und weil mein Professor noch nicht richtig gut Englisch konnte zu dem Zeitpunkt, war er nicht nah an dem Mount St. Helens, sondern war quasi eine Station weiter weg. Und der Wissenschaftler, dessen Platz er eigentlich gehabt hätte, nah am Mount St. Helens, der ist dann vom pyroklastischen Strom, ich meine, ums Leben gekommen. Weil der Mount St. Helens dann plötzlich, als der Druck so groß war, ist nicht nur oben der Pfropfen weggesprengt worden, sondern der halbe Berg ist dann mit weggesprengt worden. Und dann fliegt das Material nach oben, dieser pyroklastische Strom, teilweise mehrere Kilometer bis in die Atmosphäre rein, kühlt ab. Und dann kühlt ein wenig ab, sage ich mal. Und dann fällt es natürlich wieder nach unten. Und dann bilden sich ganz typisch und charakteristisch für diese Art Vulkanausbrüche pyroklastische Ströme. Die sind bis 800 Grad Celsius heiß. Und das ist dann ein Gemisch aus Dampf und Lavafetzen und Asche und mitgerissenem Material vielleicht. Und die schwimmen dann auf den Hängen, wenn es dann quasi, ja, wenn es Neigung gibt, natürlich wie ein Luftkissenbrot, was heiß ist. 100, 200 Kilometer schnell schießen diese Ströme dann nach unten und machen wie eine Feuerwalze dann alles platt, was in ihrem Weg ist, bis sie dann irgendwann auslaufen und zum Stehen kommen. Also wirklich verheerend. Plinius der Jüngere hat 79 nach Christus diesen Vulkantyp am Vesuv quasi erstmals beschrieben und deshalb nennen wir diese Art Eruption plineatische Eruption. Zwei Beispiele dafür habe ich euch jetzt schon genannt, der Mount St. Helens und der Vesuv, aber fast alle Vulkane, die auf dem Feuerring um den Pazifik rumliegen, quasi Japan, Indonesien runter und dann wieder an der Westflanke von Amerika hoch. Fast alle Vulkane, die auf dem Feuerring sind, gehören zu diesem Typ, also verdammt gefährlich. Mit ein paar Ausnahmen. Aber ich denke da besonders an Indonesien. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum gibt es Vulkanismus an manchen Stellen so massiv und dann in manchen Regionen der Erde überhaupt nicht, dann ist genau das hier mein Anschlussvideo, wo ich das erzähle. Wir sehen uns. Macht's gut, euer Dr. Bene. Klickt jetzt da weiter. Es geht direkt los.